Sie können den Laden nicht einfach so dicht machen. Ja, oder hat sich irgendjemand beschwert? Das kann doch gar nicht sein. Guck mal auf die Uhr. Das ist wer soll sich um die Zeit bitte beschweren? Also jetzt reicht es mir. Was bildet sich diese Brandner? Sie sind doch ein vernünftiger Mann. Was auch immer vorgefallen ist, drücken Sie heute mal ein Auge zu. Die beiden feiern ihren Polterabend. Hm? Ich weiß. Genau deswegen bin ich hier. Kommt schon, Jungs, nicht so schüchtern. Außerdem warten zu Hause sehnsüchtig zwei wunderbare Damen auf. Also viel Spaß. Ciao. Wow, ist ja super Stimmung hier. Lüge, da bist du ja endlich. Kommt Sebastian auf? Der muss arbeiten. Schade. Hier, für dich. Vielen Dank, das war echt geil. Gerne. Du hast echt was verpasst. Robin hat eine super Performance hingelegt und die beiden haben es bis zum Schluss nicht geschnallt. Ja. Obwohl ich zugeben muss, dass du als Tänzer eindeutig überzeugender bist als Kopf. Aber mein Lieblingstänzer bist und bleibst natürlich du. Also los, wir tanzen Kopf. Viel Spaß. Danke. Und du hast echt mal in New York getanzt? Ja. New York ist echt wunderschön. Also, echt toll dort zu wohnen. Sag mal, habt ihr vielleicht Bock, nochmal woanders hinzugehen? Also, ich bin ehrlich gesagt gerade erst gekommen. Später vielleicht. Komm, wir tanzen. Hey, wir können mit dir noch ein bisschen um die Ecke ziehen. Ja. Okay, ja. Also für mich sieht's auch so aus, als würden die Gastgeber uns kaum vermissen. Schickt uns ein SMS, wenn es sich lohnt. Alles klar, machen wir. Es geht aber schnell bei den beiden. Okay, ich meine, wenn sie sich sicher sind. Wer ist sich sicher? Andi hat gefragt, ob Helena hier einziehen darf. Von mir aus, wenn sie sich sicher sind. Das sag ich doch. Wie hat's euch eigentlich gefallen gestern? Das war eine coole Nummer mit dem Stripper. Hast du ihn engagiert? Nee, das ist auf Rebeccas Mist gewachsen. Hm. Sie ist ja auch noch gestern mit dem losgezogen. Ich mach schon. Hey, komm rein. Ich bin mal im Bad. Moin, Miri. Kaffee, Brötchen, bedien dich. Ja. Nee, aber sag mal, hast du Geld aus der Kasse genommen? Wieso? Fehlt was? 500 Euro. Was? Wer klaut denn bitte nur einen Teil der Kasse, ne? Sollen wir die Polizei rufen? Sollen wir verhaften dich? Sehr witzig. Hallo Welt. Hey. Hey. Was lungert ihr denn hier draußen rum? Wir denken nach. Und du? Wieder fit. Noch fit. Ich habe noch gar nicht geschlafen. Okay. Nicht, was ihr denkt. Ich bin mit Raffi die ganze Nacht um die Häuser gezogen und ihr mal mir noch frühstücken. Ja, okay, ich hatte gedacht, da geht noch was, aber als er mir dann zum 10. Mal erzählt hat, wie süß ihr euch findet, habe ich es dann auch kapiert. Ich hab's doch gewusst.
Hat uns auch die ganze Zeit so schmierig angeguckt. Mhm. Aber er war ein richtiger Gentleman. Ich musste den ganzen Abend nichts bezahlen. Ging alles auf ihn. Aha. Was verdient man denn so als Stripper? Sollten wir auch mal probieren. Du Mietentanga, ich als Koch. Vielleicht doch nicht. Also ich würde euch sofort buchen. Aber nicht für 500 Euro. Wie viel hat er für den Strip bekommen? 125 eine halbe Stunde und für die zwei Stunden 500. Oh. Ich habe ihm das Geld noch gar nicht gegeben. Und ich sei noch wach. Was ist denn? Die Gage kannst du mir geben. Dein Gentleman hat sich selbst bedient. Aus unserer Kasse. Nein. Doch. Ich bring dir Kaffee. Und ich nehme noch ein Wasser.